zwei Angler. Zwei unterschiedliche Methoden. Ein Zielfisch. Für Jörg Ovens und Matze Koch soll es heute auf Aal gehen. Die beiden begeisterten Allround-Angler sind aber nicht nur rund 100 Kilometer voneinander entfernt, sondern fischen auch an zwei unterschiedlichen Gewässertypen. Während es Jörg an einem nordfriesischen Siel versucht, hat sich Matze einen kleinen, tideabhängigen Fluss ausgesucht und bringt seine Routen dort schon mal in Stellung. Man muss nicht unbedingt Stellfischroutenhalter verwenden. Da kann man nehmen, was einem gefällt. Mir gefallen die, weil die so ein bisschen vom Boden weg sind, ja? Weil man es schön aufnehmen kann, weil man sie schnell rausnehmen kann. Wichtig dabei aber nicht, wie ich sonst predige, beim Karpfenangeln oder Friedfischangeln, auf den Köder zu, die Route. Dann zieht so ein Flussaal, nämlich so eine Route, ganz schnell ins Wasser rein. So im 90-Grad-Winkel kann nichts passieren. Haut rein und hakt sich selber an. Nicht? Das ist die Selbsthakmethode der Aalangler. Früher hat man dann Glöckchen genommen. Die nervten dann den ganzen Abend rum. Heute gibt es also schöne, unauffällige. Ihr seht hier bei jeder Vibration, leuchtet das da oben rot und leuchtet 10 oder 20 Sekunden im Blau nach. Das ist sehr, sehr angenehm nachts. Nervt nicht mit dem Gebimmel, man kann schon ruhig sich verhalten und sieht trotzdem sofort, wenn irgendwo was gebissen hat. Und meistens steht es bei Großaalen ohnehin. Einfach nur krumm, ne? Auf krumme Routen hofft natürlich auch Jörg. Doch bevor er überhaupt ans Fischefangen denken kann, müssen Köder her. So, Beute, hart gearbeitet, gefühlt 1,5 Stunden gesenkt. Aber einwandfreie Ware. Und jetzt haben wir hier richtig schöne Garnelen. Und wenn wir die dann auf dem 12er, 10er Haken anbieten, haben wir eine Chance auf den Aal hier. Aber ohne die Dinger läuft hier nichts. Am Fluss, da fällt alles immer eine Spur grober aus. Und ich halte es trotzdem so einfach, wie es geht. Viele Angler verwenden Anti-Tangle-Röhrchen. Mach ich auch öfter. Wenn man aber eine Perle vorschaltet, eine Glasperle, die habe ich mir aus meiner Box genommen für meine Texas Rigs, ja, die ist erstens sehr unauffällig, weil sie durchsichtig ist. Sie hält, wie ihr seht, den Wirbel vom Vorfach in 90 Grad Winkel ab. Und das hat den Vorteil, dass sie das auch kaum verheddert. Ne? Es ist aber sehr, sehr einfach und gleitet super genial auf der Schnur. Ne? Ein flaches Blei, das liegt am besten am Grund. Ob man noch eins mit Krallen oder Noppen braucht, das muss man halt ausprobieren. Man muss immer ein bisschen was dabei haben. Und ja, moin, da feiern wieder welche. Und meine Hakengröße, normalerweise 6er oder 8er, die wähle ich am Fluss durchaus auch mal in Größe 4. Ja? Das ist ein bisschen grobschlächtiger und es kann auch sein, dass ich auf Größe 2 raufgehe. Ja? Das kann manchmal erforderlich sein. Und um nochmal auf eins zurückzukommen, was ich eingangs sagte, das John Sidley Rig. Ja? Das besteht darin, dass der John, der hat hier in der Mitte das Vorfach gesplittet und noch einen Wirbel eingepackt, damit sie das noch mal mehr drehen kann und sich nicht verdrallt. Denn das passiert wirklich. Die Aale drehen sich wie die Feuerwehr. Des Taylor berichtet auch davon, dass sie das dann so verzwirbeln, dass Stahlvorfächer gesprengt werden. Das geht also ratzfatz bei den großen Aalen vorausgesetzt. Natürlich nicht bei den 40er, 50er Aalen. Nicht? Bei den richtig dicken Aalen, so 70, 80, 90 aufwärts, wird es dann richtig gefährlich. Und darum ist ganz wichtig der Tönchenwirbel. Nicht? Und die gibt es mittlerweile auch als Dreifachwirbel. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich habe hier jetzt nur einen einfachen dran. Ja? Aber diese Dreifachdinger, die verhindern den Drei noch umso mehr. Nicht? Und ein Vorfach von mindestens 0,32, 0,35, dann kann nicht mehr viel schief gehen. Und jetzt beködere ich schnell hier meinen Haken und hau den nochmal in die Hauptströmung raus hier. Im schönen, dicken Tauwurm. Immer noch mein liebster Aalköder. Während Matze also auf den klassischen Tauwurm setzt, kommen bei Jörg die zuvor gesenkten Garnelen an den Haken. Und das aus einem einfachen Grund. Hier passiert manchmal was, das ist kaum zu glauben. Man sieht Aale an der Oberfläche oben. Hab ganz lange geübt, bis ich raus hatte, wie ich sie fangen kann. Und hab Garnelen gesenkt und angel mit diesen Garnelen relativ flach unter der Oberfläche. Und dabei beißen richtig große Aale. Und man kann sie ja tatsächlich sehen. Wir haben heute das Problem, dass wir ein bisschen Wind drauf haben, aber das ist kein Wunschkonzert. Wir sind hier in Nordfriesland. Dafür ist es ja heute lau hier. Und versuchen mal, einen Aal für die Kamera zu bringen. Montage, also wacklermäßig, ein Blei, Schrotblei über der Pose, eins drunter. Vorfachstärke 35, Hakengröße 10, 12,
Karpfenhaken ist ja ganz gut mit dem Öhr. Muss immer wieder beködern, weil halt schon ganz schön Krebsalarm ist. Und vielleicht werde ich auch gleich nochmal versuchen, Aale zu stalken. Weil wir sehen immer wieder Bewegung. Das können wir schlecht einfangen jetzt mit der Kamera. Man sieht die aus dem Wasser kommen. Und dann werde ich mal versuchen, so einen Punkt, wo ein Aal immer wieder auftaucht, mal gezielt zu angeln. Während Jörg nun also mit seinem Garnelencocktail auf seinen ersten Biss wartet, hat Matze an seinem Fluss plötzlich alle Hände voll zu tun. Aal. Oh, schon Aal. Oh, das ist ein richtig schöner Flussaal, ne? Der kann sich mal sehen lassen. Hat mir richtig Angst gemacht am Schluss, so wie der sich gedreht hat. Die machen mit dieser extremen Drehung auch mal ein Vorfach durch, ne? Das schaffen die. Etwas über 70 cm, schön dick. Und entgegen allem, was die ortskundigen Angler uns gesagt haben, man muss eben flexibel sein, nicht? Also nicht dicht am Ufer, sondern ich habe das erste Mal probiert mitten im Hauptstrom und da dazu geschnappt. Schönes Tier. Auf einen dicken Tauwurm am Viererhaken. Im Fluss muss man ein bisschen grober angeln. Damit legt Matze am Fluss schon mal vor. Doch auch an Jörgs Gewässer lassen die Aale nicht lange auf sich warten. An der Route von Jörgs Sohn Janne tut sich was. Ich geh einfach mal schnell rein. Ja, Fisch. Kein großer, aber nach langem Kampf haben wir einen Aal. Puh. Mal schauen, ob noch weitere folgen. Gut, man sollte aus keiner Sache beim Aalangeln eine Wissenschaft machen. Nicht? Der eine sagt, ich fange auf Dendrobenas gut, der andere nimmt ein Bündel von Mistwürmern. Ich schwöre seit eh und je auf Tauwürmer. Das zwingt mich zugleich, immer wieder mal nachzugucken, weil Tauwürmer bleiben nämlich nicht so lange taufrisch, obwohl der Name es vermuten lassen sollte. Quirliger bleiben Dendros oder Mistwürmer. Nicht? Mein Kumpel Stefan, der hat auch ein Geheimrezept, der nimmt einen Tauwurmkopf und garniert das mit Mistwürmern. Nicht? Also ihr seht, jeder hat so seine eigene Idee. Ganz wichtig, guckt mal hier in meine Box rein. Wenn ihr beim Händler eure Würmer kauft, ja, dann macht die kurz auf und tippt da dran. Ja. Seht ihr hier, wie die sich bewegen? Ja. Sobald man dran tippt, müssen die anfangen, sich zu bewegen und sich zu verziehen. Ja. Das ist ganz wichtig, dann sind die noch taufrisch. Ne. Sonst sieht es eher schlecht aus, aber in der Regel macht das ein guter Händler auch von sich aus. Nicht? Und dann sieht man natürlich auch gleich, die sind noch stramm, die sind hart und die bewegen sich auch noch ordentlich. Ganz häufige Frage, so banal das klingen mag. Wie ködere ich jetzt meinen Wurm an? Auch da gibt es natürlich 20 Varianten. Der eine sagt, ich steche nur durch. Das ist am Fluss eine Todsünde. Und zwar deswegen, weil es so viele Nahrungskonkurrenten gibt. Ich habe schon erzählt, nicht? Die Güstern, die Brassen, die Rotaugen, die Krabben, die Flusskrebs, was auch immer da rumschwimmt. Wenn man ihn nur einmal durchsticht, bewegt er sich ausgezeichnet. Aber er ist auch ratzfatz abgelutscht und abgekniffen. Nicht? Und dann ist der Haken blank. Also ziehe ich den Wurm schon richtig auf. Und zwar fange ich weit oben am Kopf an, ziehe einmal schön in die Runde und dann stauche ich den Wurm so mehrfach. Das Stauchen, das hat zwei Vorteile. Erstens, man kriegt so einen kleinen Knubbel. Das wirkt noch so ein bisschen attraktiver. Und zum Zweiten, man durchsticht den Wurm häufiger und hat noch ein bisschen mehr Saft austreten. Und wenn man dann noch hier den Schwanz abkneift, ja, dann hat man noch einen Tauwurm, wo noch ein deutlich stärkerer Duftreiz von ausgeht. Und so wandert er bei mir jetzt ins Wasser. Nicht? Schönes, kompaktes Teil mit zwei kleinen Schwänzchen dran. So gibt es auch keine Fehlbisse. Je länger man das lässt, desto schöner kann das spielen. Aber der Nachteil ist halt auch, wie gesagt, man lockt auch eine Menge Konkurrenz auf das Spiel. Dann zieht da ein Rotauge dran, dann zieht eine Brasse dran, dann ist es wieder halb runtergezogen. So ist das Ganze ein bisschen besser gefeit gegen die vielen Nervensägen. Ja, ihr habt Geburtstag, ich weiß. Mein Kescher beim Aalangeln, der kann nicht groß genug sein. Früher hätten wir sowas für ein Monstrum gehalten. Es gibt sie aber noch in deutlich größeren Ausführungen. Wer den Platz hat, sollte sich die Mühe machen. Die meisten Kescher sind heute gummiert, das heißt der Haken verheddert sich nicht mehr drin. Diese einzelnen Maschen sind dermaßen stabil, da kann auch in der Regel nichts reißen. Das ist mir früher oft passiert, als dann der Stöpke. Da hatte man irgendwo ein Loch, was man nicht bemerkt hat. Und so ein Aal, der findet das Loch, garantiere ich euch. Habe ich mal gehabt als Stöpke. Der Aal mit dem Schwanz genau durch das Loch durch, hängt am Schluss unten im Vorfach durch das Loch und ratsch, ab war das Vorfach und weg war der Aal. Nicht? Also
Kescher. Ganz wichtig, gerade am Fluss, denn da haben die Aale schnell mal über den Pfund, nicht? Und dann sollte man die nicht mehr so rausheben. So grob eigentlich dann auch nicht. Und das kann auch in die Hose gehen, nicht? Also darum, schöner, geräumiger Kescher mit gummierten, kräftigen Maschen, der ist das Ideale für Aal. Und bei dem, den ich gerade gehabt habe, da habe ich mich hiermit schon fast ein bisschen schwer getan, obwohl er so groß wirkt und für Meterhechte gedacht ist. Auch Jörg braucht nun einen Kescher. Der nächste Garnelenaal hat gebissen. Irgendwann gegen 15 Uhr gestartet, also jetzt schon ein bisschen fortgeschritten, aber noch nicht unbedingt Dämmerungsphase. Verändert hat sich jetzt, dass auf einmal ein bisschen Strömung läuft. Wir haben auch mehr Aktivitäten gesehen. Janne hat eben seinen Aal gefangen, das ist der zweite. Und ja, irgendwie ist ein bisschen Action. Jetzt freue ich mich schon mal drüber. Er hat mal einen Aal gefangen. Und die Angel bringe ich jetzt wieder raus und mal sehen, ob da noch einer geht. Und tatsächlich, kurz nachdem Jörg ausgeworfen hat, bekommt er den nächsten und für heute auch letzten Biss an diesem kurzweiligen Aalangeltag. Ich wusste nicht, dass es hier so kleine Aale gibt. Aber wo das Kleine gibt, gibt es auch Große. Das hat mein Vater immer gesagt. Aber das war spannend. Herzklopfen. Ich denke hier mal nur über Anacondas nach. Aber das ist eine Mini-Anaconda. Ja, zum Zeitpunkt des Anhiebs muss man im Fluss überhaupt nichts sagen. Wie gesagt, die Selbsthakenmethode sorgt dafür, die Aale haken sich selber. Einfach nur Kontakt aufnehmen und weg vom Grund damit. Das musste ich Moni früher auch beibringen. Heute fängt sie meistens öfter und immer besser als ich. Das passiert wirklich. Und sie ist auch diejenige, die mich ans Wasser prügelt, wenn wir mal wieder auf Aal sollen. Nicht? Ich hoffe, sie fängt auch noch einen schönen Aal. Gucken wir mal, was hier noch kommt, wenn die Dunkelheit hereinbricht. Kombination aus höchster Zeitpunkt der Flut und Einbruch der Dämmerung. Das wünschen sich Flussangler. Hier noch ein Takt zu den Vorwurf von mir, dass es am Ufer nicht gebissen hat. Das ist natürlich keine Kritik an den ortskundigen Anglern, denn die wissen schon, was sie mir sagen. Die erzählen mir ja keinen Blödsinn. Und ich selber habe es auch in meinen Büchern geschrieben und in Filmen gesagt, dass man wirklich dicht am Ufer die Aale am besten fängt und dass es da vor allen Dingen gar nicht zu dicht sein kann. Nicht? Aber es gibt, flexibel sein ist alles, immer Tage, da läuft da gar nichts. Da muss einfach die Montage mal raus in die Hauptströmung und da kann man vielleicht noch einen abgreifen. Nicht? Dann stellt sich die nächste Frage am Fluss. Das ist natürlich sehr wichtig, weil da Strömung herrscht, dass der Duft des Wurms sich auch verbreitet. Darum kneife ich ihn ab, habe ich schon erklärt. Nicht? Darum stelle ich ihn auch mehrfach durch. Dann kommen natürlich einige und fragen, was denn damit? Nicht? So Duftstoffe, die man hier, ihr seht schon, die sind bei unseren Anglern hier schon seit Jahren wahrscheinlich in ihren Boxen. Nicht? Schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Ob das jetzt wirkt oder nicht, ich möchte mich da nicht festlegen. Fakt ist, es kann durchaus helfen. Aber, ganz wichtig, niemals überdosieren. Die Dinger sind hochkonzentriert. Das reicht, wenn man ein Tröpfchen auf eine Kunststoffunterlage macht und zieht den Schwanz vom Taubwurm da einmal kurz durch. Mein Kumpel Holly, der zieht ihn nur über den Rand von diesen Dingern. Ja? Nur der schraubt das ab und zieht den Taubwurm einmal so ein bisschen über den Rand, dass da so ein winziger Film drauf ist. Das reicht nicht, weil Aale haben wirklich sehr, sehr empfindliche Geruchsorgane. Wenn ich auch nicht an diesen Unsinn glaube, von wegen Würfelzucker oder Tropfen Rosenöl in der 58-fachen Menge des Bodensees, klack, gack, gack, das hört man seit meiner Kindheit. Das mag vielleicht ein Rechenexempel sein. Vielleicht hat irgendein Biologe mal die Geschmacksknospen, die Nerven des Aals gezählt und dann ist er rausgekommen, der könnte vielleicht ein Molekül schmecken oder so. Dann würde man in etwa auf dieses Ergebnis kommen, nicht? Aber ob das wirklich realistisch ist, ich bezweifle das so ein bisschen, nicht? Trotzdem, beim Aalangeln immer vorsichtig sein, nicht? Und vielleicht, wenn man sich die Hände mit Seife gewaschen hat, das haben ja schon die alten Opas früher immer gesagt, eben kurz die Hände mit dem Wasser waschen, in dem man angeln will. Oder mit ein bisschen Uferschlamm.
Okay, während über uns jetzt hier die Nacht hereinbricht, hoffe ich, dass die Tipps, die ihr heute bekommen habt, euch am Fluss so ein bisschen weiterhelfen und euch einige schöne dicke Aale bringen. Und denkt immer dran, die tiderabhängigen Flüsse sind die, wo man ganz besonders gut auch tagsüber seine Aale fangen kann. Da muss man sich nicht die Nächte um die Ohren hauen. Und euch wollen wir nicht nerven mit irgendwelchen Nachtaufnahmen, da ist ohnehin meist nicht viel zu sehen. Darum wünsche ich euch viel Erfolg am Fluss und wir angeln noch ein bisschen weiter. Bis zum nächsten Mal.